meine Lieben, heute mache ich endlich mal den Reiter-Tag. Ich wurde vor rund einem Monat schon von den Mädels von Best Horses getaggt. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, das Video zu drehen, aber das kommt dann jetzt wenigstens. Ich würde auch sagen, ich fange einfach direkt mal an. Und zwar ist die erste Frage, Western oder Englisch? Ja, ich würde sagen ganz klar Englisch. Western ist irgendwie nicht so meins. Ich bin zur Zeit lang auch mal geritten ein bisschen, aber es sagt mir irgendwie nicht so zu. Wie lange reitest du schon? Ich reite mittlerweile seit ich 6 bin. Jetzt bin ich 21. 15 Jahre müssten das sein. Wo kaufst du deine Reitsachen? Ja, überall. Also im Reitladen, im Internet, auf der Messe. Ja, ich kaufe eigentlich immer das, was mir gefällt und da, wo es halt gerade gibt. Frage 4. Reitbeteiligung, eigenes Pferd oder Schulpferde? Ja, ein eigenes Pferd. Ich habe ja den Robinho und seitdem bin ich auch eigentlich kaum noch andere Pferde geritten. Wie lange hast du dein Pferd schon? Den Robinho habe ich seit 2005. Das sind 9 Jahre und das war dann auch noch 2005 im Herbst. Also sind es jetzt 9,5 Jahre. Bist du schon mal Turniere gegangen? Ja, bin ich. Mit Robinho, glaube ich, 2 erst. Aber ich bin eine Zeit lang noch Ponys mitgeritten, 2 Fjordpferde und mit denen war ich dann auch ab und zu mal los. Gelände oder Reitplatz? Kommt drauf an, was ich machen möchte. Also wenn ich jetzt wirklich mal total kaputt von der Arbeit bin, dann gehe ich auch echt gerne einfach mal nur ins Gelände. Wenn ich wirklich jetzt sage, ich möchte Dressur reiten und richtig arbeiten, dann gehe ich auf den Reitplatz oder in die Reithalle. Aber an sich finde ich beides gut. Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder Western? Ja, Western habe ich ja am Anfang schon mal ausgeschlossen. Vielseitigkeit ist jetzt auch nicht so meins, weil ich Geländesprünge irgendwie nicht so sympathisch finde. Und ansonsten bin ich eigentlich für Springreiten zu haben. Das macht mir am meisten Spaß. Könntest du dir ein Leben ohne Pferde oder ohne Reiten vorstellen? Nein. Ich wüsste gar nicht, was ich mit meiner Zeit machen sollte. Was macht man damit auch, wenn man von der Arbeit kommt? Weiß ich nicht. Ich fahre zum Pferd. Was machen andere Menschen so? Keine Ahnung. Ohne Reiten oder ohne Pferd könnte ich auf jeden Fall gar nicht mehr. Pferd oder Pony? Kann man gar nicht so genau sagen. Es gibt tolle Pferde und es gibt auch tolle Ponys. Genauso gibt es eben doofe Pferde und doofe Ponys. Das muss man halt dann gucken. Kommt halt aufs Pferd drauf an oder eben aufs Pony. Je nachdem, was man da halt gerade so vor sich hat. Bandagen oder Gamaschen? Ich bandagiere eigentlich sehr gerne, wenn ich Dressur reite. Gehe ich jetzt aber ins Gelände oder möchte springen, nehme ich auf jeden Fall Gamaschen. Wo hast du mit dem Reiten angefangen? Das war so ein Friesengestüt oder so ein Friesenhof, so ein paar Kilometer von uns entfernt. Die haben da Friesen gehabt, aber auch so ein paar deutsche Reitponys. Und da habe ich auch den deutschen Reitpony angefangen. Bin dann später die Friesen geritten und durfte auch mal mitfahren, wenn die Kutsche gefahren sind. Und das war eigentlich auch echt eine coole Zeit. Lieblingsfellfarbe? Ja. Rappe, würde ich sagen, ne? Ist am unkompliziertesten. Man kann alles draufpacken und ja, doch Rappe finde ich eigentlich wirklich schön. Lieblingsrasse? Habe ich gar nicht so genau. Also ich habe jetzt keine besondere Rasse, die ich mir immer wieder kaufen würde. Es sollte schon Warmblut sein, finde ich. Also Kaltblut ist nicht so meins. Vollblut, ja, ist auch mal ganz nett, aber also eigentlich möchte ich schon ein Warmblut haben. Und für einen Warmblüter auch am besten. Ponys sind auch cool. Da auf jeden Fall die Fjordpferde. Und ansonsten bei den Großpferden würde ich einfach sagen Warmblut. Ob das ein Westfale ist oder ein Hannoveraner, ist da dann Jacke wie Hose. Dein erstes eigenes Pferd. Mein erstes eigenes Pferd ist eigentlich der Robinho. Den habe ich ja auch immer noch. Und ja, ich weiß nicht, den kennt ihr ja bestimmt auch alle. Also wer ihn bis jetzt noch nicht kennt, Robinho ist ein 14-jähriger Westfalen-Wallach und seit 9,5 Jahren eben bei mir. Und ja, das ist mein erstes eigenes Pferd. So, das war's auch sogar schon. Es waren jetzt insgesamt 15 Fragen und ich finde so Texte eigentlich immer ganz witzig. Und den Reiter-Tag ja eigentlich auch, deswegen habe ich den jetzt auch nochmal gemacht. Ich tagge allerdings niemanden sonst. Ja, war aber echt cool und danke, dass ihr mich getaggt habt, Mädels. Sehr coole Idee und sorry, dass das Video erst jetzt kommt, aber besser spät als nie, ne? So, bis zum nächsten Mal.